Moin Leute, was geht? Blafer am Start und willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch das Spiel Robocraft vorstellen und euch gleichzeitig meine persönlichen wichtigsten Tipps und Tricks zum Spiel zeigen. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr lange drum rum und starten direkt mit dem eigentlichen Video. Kommen wir aber als erstes mal zur Frage, was Robocraft eigentlich ist. Robocraft ist ein Game, das ihr kostenlos auf Steam downloaden könnt. Der Download dauert nur wenige Minuten. Im Spiel müsst ihr euren eigenen Roboter bauen, um kurz darauf mit ihm in die Schlacht zu ziehen. Es gibt leider schon sehr viele Fakes von dem Spiel, aber das Original Robocraft ist mit Abstand das Beste von allen. Nenn ich hin. Ja, okay, die zwei sind connected. Solltet ihr am Anfang des Spiels in der Spielezusammenfassung farbige Headsets bei den Spielnamen sehen, so bedeutet das, dass die Spieler mit derselben Headsetfarbe miteinander über Discord gerade reden. Und das ist manchmal wirklich wichtig zu wissen, denn Spieler, die sich miteinander absprechen, gehen komplett anders vor als Spieler, die das nicht tun. Ja. Die haben einen Heiler, ja, oder? Lass mal. Ja, die haben einen Heiler. Was? Nein, die haben gar keinen Heiler am Namen. Dieser Modus ist geil. Gleich zum Mittlerpunkt. Ja, geht zum vorderen Punkt. Es gibt verschiedenste Spielmodi in Robocraft, die man als Team mit seinen Kollegen meistern kann. Zum Beispiel den Spielmodus Deathmatch, in dem das Team mit den meisten Eliminierungen gewinnt. Oder aber auch den Modus, den ihr gerade im Hintergrund seht, in dem es darum geht, bestimmte Bereiche der Karte zu erobern. Ich hol mir den hinteren Punkt. Ja, let's go. Uli, let's go, ich komm mit. Ja. Ich verteidige gerade. Mach das. Ja. Uli, ich heil dich, ich heil dich. Hab ihn. Irgendwie macht mein Roboter ein bisschen passen. Ja, wir müssen eine gegnerische Basis rein. Die roten Kristalldinger da. Ich glaube, das. Wo ich hinschieße. Da. Rote. Genau. Ihr solltet immer vorsichtig sein, wenn ihr euch der Basis des Gegners nähert, denn dort respawnen immer die eliminierten Gegner und sind dort auch für eine Zeit unverwundbar. Das kann dann zusätzlich noch ziemlich schwer werden, wenn man dann auch noch Objekte der Basis abschießen muss und in der Zeit dem Gefecht der Gegner ausgeliefert ist. Heil mich. Ja, egal, Alter. Am Anfang des Spiels erhaltet ihr noch immer ziemlich regelmäßig sogenannte Technologienpunkte. Diese könnt ihr im Technologienbaum einlösen, um dort neue Teile für euren individuellen Roboter freizuschalten, damit ihr diesen auch verbessern könnt. Denn wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, ist euer Anfangsroboter nicht wirklich schnell, er hält auch nicht viel aus und macht nicht viel Schaden. Das könnt ihr dann mit eurem eigenen Roboter und mit Hilfe des Technologienbaums ganz einfach ändern. So könnt ihr bis zu 4 verschiedene Kanonen, Beine, Schilde und Düsen freischalten. Dabei kommen auch viele nützliche Bauteile vor, die euren Roboter noch stabiler machen können. Warum schneidest du überhaupt nicht alles rein? Die zwei sind, das sind bloß zwei connected. Guck dir den sein Profilbild an. Aha! Ich kann einfach alles rumschieben. Also schneller als du. Kommt ihr mit? Heil euch alle. Im Fertigkeitenbaum könnt ihr außerdem noch Heilkanonen freischalten.
Mit ihnen habt ihr die Fähigkeit, eure Mitspieler zu heilen. Deshalb solltet ihr auch immer mindestens einen Heiler im Team haben. Falls ihr euch mit euren Mitspielern absprecht, was ich euch dringend empfehle. Aber seid vorsichtig, denn der Heiler kann sich nicht wehren, da seine Heilkanonen beim Gegner keinen Schaden machen. Deshalb ist es auch ratsam, immer ein paar Heilkanonen und ein paar normale Waffen an dem Roboter anzubringen. Die Heilkanone hat leider auch noch den Nachteil, dass sich der Heiler nicht selber heilen kann. Solltet ihr also einen Modus spielen, in dem man beim ersten Tod direkt ausscheidet, solltet ihr auch wiederum mindestens zwei Heiler in eurem Team haben, damit sich diese auch gegenseitig heilen können. Im Hintergrund hat mich auch mein Teammate Alex immer wieder geheilt, sodass ich fast nie gestorben bin. Unterstützung. Probleme. Komm, komm, komm. Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, gehen die Teile eines Roboters mit der Zeit kaputt, wenn sie pausenlos unter Beschuss stehen. Diese Eigenschaft kann man sich ganz einfach zunutze machen, indem man immer nur auf die Beine und auf die Kanonen des Gegners feuert. Sind die Beine des gegnerischen Roboters zum Beispiel beschädigt, so kann er nicht mehr in Deckung gehen, und sind die Kanonen nicht mehr da, dann kann er sich auch nicht mehr wehren. Die Beine des Roboters im Hintergrund sind zum Beispiel komplett kaputt gegangen, sodass wir ihn offensiv attackieren konnten. Sollte der Roboter im Kampf die Balance verlieren und umfallen, so müsst ihr einfach nur F drücken und der Roboter richtet sich automatisch neu aus. Diese Funktion ist ziemlich praktisch, denn man kann mit ihr sehr viel Zeit sparen, denn das manuelle Aufstehen des Roboters dauert viel länger. Alternativ zum Ausrichten kann man den Roboter einfach mit der Leertaste in die Luft springen lassen. Das dauert ungefähr genauso lang wie das neue Ausrichten und hat denselben Effekt. Das waren jetzt meine persönlich wichtigsten Tipps und Tricks zu Robocraft. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt gerne noch meine alten Minecraft-Projekte auschecken. Und ansonsten würde ich sagen, genießt den Rest vom Gameplay. Ja, das ist mir auch so. Wir werden komplett weggebombt. Warum ist nicht sowas wie eine Basis? Ich muss mich jetzt die ganze Zeit heilen, besser. Weil ich bin Tier Nummer 1, ich bin tot, Jungs. Ich hab zu kranke Waffen, deswegen. Ah ja, du ein kranke Waffen. Hilfe! Aber die sind auch so dumm und dritten. Oh shit. Du musst mehr Masse in der nächsten Runde anbieten. Hier ist einer, der ist One-Hit. Ja, bitte. Ich maximal. Ja, dann mach die Laser weg, die bringen sie sowieso nicht. Komm, los, 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 baller dich ab, los, los, los. 6 zu 10. Wir können noch aufholen. Hilfe, nur mit ganz Hilfe, geringer Wahrscheinlichkeit. Hilfe. Ich hab 20. Alfred. Er hat mehr. Oh ja, er hat dich gesniped. Er hatte mehr gehabt. Die Fenster. Das wird so hart aus. Da stopp, wenn ihr den angeht, hab's fast. Über. Ich hab's geschafft. Du kriegst nicht mal Hilfe. Also ich krieg nicht mal diesen Hilfe-Bonus. Gleich geknallt.
Was denn auch?